Guten Morgen und herzlich willkommen zurück hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es um Sieg geht. Ich habe gehört, es ist irgendwas Gruseliges heute, irgendein besonderer Tag oder so. Halloween! Und mein Spezialgast ist da. Ich habe sie gerade gesehen, aber jetzt ist sie auf einmal weg. Nein! Ich bin nicht weg. Ich bin kein Geist geworden. Hala, Dolle. Hallo. Achso. Da bin ich wieder. Ich habe gehört, bei 100.000 Abonnenten treffen wir uns endlich in der Mitte und feiern vielleicht gemeinsam eine riesige Halloween-Party nächstes Jahr. Naja, die 100.000 hoffe ich, dass wir es dieses Jahr noch schaffen. Das wäre wirklich unfassbar krass, wenn wir das hinkriegen. Auf jeden Fall ist es heute noch nicht so weit, aber jetzt, weil ihr den Abo-Button vergewaltigt. Vielen, vielen Dank und ihr habt gesagt, wir sollen an Halloween, was ja heute ist, uns ein besonderes Video angucken und zwar von Wix Voodoo Doll. Ich weiß nicht warum, ich bin gespannt und ich hoffe, dass es nicht zu gruselig wird. Ich habe schon überlegt, ob ich das Licht ausmachen soll. So halb beleuchtet, nur eine Seite. Ja, machen wir so. Die andere müsste ich jetzt aufstehen. Keine Lust, so. Ih, was ist das? War das echte Haut? Das war Haut. Frankenstein. Oh mein Gott. Oh, schon die Töne, die gespielt werden. You shot right through my heart. I'll fight for you. Das ist nicht gruselig. Oh, schöne Harmonie. Hast du gesehen? Das sind immer so Geräusche, die wirklich so von rechts nach links gehen. Der Pre-Co ist sehr geil, weil die Akkorde sind sehr schön. Jo. Warum? Das Das ist wahrscheinlich nicht mehr echt Down, aber es sieht echt trotzdem eklig aus. Oh.
Wow. Oh. Oh, geil. Das war geil jetzt, die Sounds. Oh nein, was macht die jetzt? Oh. Oh mein Gott. Voodoo Doll. 1:1. Oh mein Gott. Oh, ja, krasses Video. Echt krasses Video. Also, ja. Von den Sounds jetzt gerade am Ende, das war richtig geil. Es klingt erst wie so ein Zug, aber es ist ein Klang, glaube ich, ein Ton von einem Klavier. Rückwärts? Rückwärts, genau. Und dann vorwärts. Ah, ne, Streicher sind das. Das sind Streicher, sorry. Genau. Cello und Viola wahrscheinlich. Geil. Ah, fies, ganz fies. Oh Mann, wieso? Oh. Boah, diese gesehen. Kontaktlinsen sind so krank. Ja, echt. Wahnsinn. Ja, fett, da waren tatsächlich auch einige sehr krasse Harmonien drin, hier im Gesang auch. Und ne, hier diese Stelle. Man hört zwar, man hat das Gefühl, dass man eine Stimme vor allen Dingen hauptsächlich hört, die im Vordergrund steht, aber da sind einige Stimmen, die hier sind, die halt so super tight harmoniert sind, wieder so. Das ist bestimmt 3 oder 4 stimmig, also sehr, 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 sehr tight. Ne, hier sind auch immer Doubles drin, die wirklich auch hart rechts, hart links gemischt sind, aber relativ leise, aber die bringen dann wirklich nochmal Raum auf die Stimme. Immer also nach links und rechts springt. Das ist so krass. Ja, die Stereo-Effekte sind wirklich krass. Die haben wir wirklich die ganze Zeit wie in so einem Kinofilm die ganze Zeit irgendwelche Geräusche, die hier was heißt irgendwelche Geräusche? Also es sind schon Sounds, die zum Song gehören, die hier dann wirklich echt hier 3D-Fahrt durchs Hirn machen. Oh. Oh, hier ist ganz klassisch mit so einem Gitarrenverzerrer auf der Stimme drauf. Und dann noch ein Tape-Stop am Ende. Oh. Ne, auch mehrstimmig diese Stelle. Also sehr, sehr viele Stellen sind wirklich, wirklich mehrstimmig. Also es ist sehr wenig, wo man tatsächlich nur eine Stimme hört, in die einen Ton da singt. Oder eine Tonfolge. Das wirklich mehrstimmig jedes Mal. Das ist geil. Der letzte Akkord. Ich finde, der letzte Akkord hier kommt sehr überraschend. Irgendwie, also ist kein typischer, mit dem man jetzt rechnen würde hier. Aber der macht das Ganze sehr interessant, weil es löst sich harmonisch eigentlich sehr, sehr schön auf hier in diesem Pre-Chorus. Aber der letzte Akkord, der holt das Ganze dann aber schon wieder so ein bisschen zurück. Ist auch sehr, sehr stark mit vielen, vielen Stimmen gearbeitet worden. Was hier ein bisschen auffällig ist, ist, dass ja, die Pads, ja, größtenteils, also alle Instrumente, die so jetzt hier so ein bisschen Harmonie und Melodie geben, also alles, was klingt, ist sehr, sehr breit, sehr künstlich breit gezogen worden, so dass ich ein bisschen das Gefühl habe, dass so zwischen der Hauptstimme, oh,
Da sind gerade 100 Leute dazugekommen. ja, das mit den Counter funktioniert nicht mehr, weil YouTube da was umgestellt hat, falls sich irgendjemand gewundert will. Wir haben ja am Anfang immer schön den Counter gestreichelt. Das wurde aber umgestellt, dass man jetzt nicht einzelne User sieht, die dazukommen oder weggehen, sondern das wird irgendwie aufgerundet. Auf 100er Sprünge. Also wenn ihr wollt, dass wir den Counter wieder streicheln, dann müssen alle sofort abonnieren, damit wir direkt im 100er Schritt streicheln können. Ja, aber so, so selten ist, kommt man halt selten dazu. Aber das mit den 100er Schritten ist auch nur, also je nachdem, wie viele Abonnenten du hast. Ja? Umso höher die Abonnenten sind, umso höher sind die Schritte, wo aufgerundet wird. Oh, dann kommt irgendwann 1000 und 10.000. Ja. Oh, ja. Genau, die Pads sind sehr, sehr breit, oder alle klingenden Instrumente sind sehr, sehr künstlich breit eben gezogen worden. Das kann man mit so einem Stereo-Imager machen. Und da habe ich das Gefühl, dass so ein bisschen dazwischen ist so ein bisschen so ein Klangloch. Und dann kommen die Stimmen wieder. Ja, ich finde es teilweise ein bisschen, da fehlt an irgendeiner Stelle im Stereo-Image oder im Bild, Stereo-Bild, fehlt irgendwo so ein bisschen was. Mhm. Ja, aber ist jetzt nicht weiter tragisch. Aber schöne, schöne Nummer tatsächlich, ist, wie es ein bisschen, ja, Halloween-bedingt, gruselig und ansonsten würde ich sagen, musst du es dann schaffen, jetzt schöne Thumbnail-Time. Oh ja, ich habe jetzt quasi schon einen auf. Geht es mit dem Schlüssel nicht? Ich kann so einen Kürbis und ein Skelett mit reinmachen. Wohin denn? Buh! Buh! Vielleicht sowas. Du musst dich erschrecken, wenn ich Buh mache. Nochmal. Danke. Buh! Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da. Nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrmann. Und wir machen jetzt Feierabend. Tschüss!